Ich habe den Fehler gemacht, dass ich zu viel, was das Thema Vergaser angeht, vorausgesetzt habe. Ich würde sagen, wir gehen das ganze Thema nochmal von vorne durch, denn Kraft kommt von Kraftstoff und mit dem Vergaser fängt irgendwie indirekt alles an. Das ist quasi die Lunge unseres Motorrades, wenn man so möchte, wenn man eine Analogie dafür braucht. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal tiefer in diese Materie rein, um vielleicht auch euch dabei zu helfen, gewisse Probleme, die ihr mit euren Vergasern habt, weil das nach 20 Jahren Dasein dann mal passieren kann, dass die gewisse Faxen Probleme oder Schwierigkeiten haben, um da ein bisschen besser hinterzukommen, wie die eigentlich funktionieren, wo ihr ansetzen könnt, was das mit dem Tuning zu tun hat und sowieso und überhaupt. Eigentlich ist der Begriff Vergaser vollkommen falsch. Eigentlich ist das ein Zerstäuber und ich zeige dir auch kurz warum. Ich nehme zum Beispiel diesen x-beliebigen Delorto Rundschieber-Vergaser und ich habe hier jetzt ein bisschen Flüssigkeit reingemacht und jetzt schieße ich mit Druckluft hier durch. Seht ihr auf der Kamera, was da passiert? Das macht ein Vergaser. Der Kolben geht im Zylinder runter, saugt dadurch an. Die Einlassventile sind offen und durch diesen Unterdruck, der da entsteht, wird das Sprit durch diese Düse, die ich euch gleich zeige, nach oben gesaugt, befördert und mit der Luft vermischt. Und dadurch entsteht dann erst ein zündfähiges Luft-Gas-Gemisch. Weil, auch wenn man es nicht glauben mag, Benzin an sich brennt nicht. Ich zeige euch das kurz. Lass uns sagen, das ist ein Streichholz und ich kann dieses Streichholz in dem Benzin löschen. Naja, Missgeschicke gehören dazu. Was ich damit sagen wollte ist, dass Benzin an sich nicht brennbar ist, sondern nur die Gase, die dabei entstehen. Und deswegen übernimmt der Vergaser die Aufgabe, eben das Benzin zu zerstäuben und mit dem Sauerstoff und der Luft anzureichern, sodass es dann ein explosionsfähiges Gemisch ergibt. Das ist die Aufgabe von einem Vergaser. Vorführeffekt. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Eine Flamme bringt dir nichts. Du musst halt ein schönes, explosives Gemisch, wie ich euch vorhin mit dem Vergaser gezeigt habe, erzeugen. Und das macht der Vergaser. Und dafür hat der Vergaser verschiedene Bauteile, um das so entspannt, so smooth, so gleichmäßig wie irgend möglich zu tun. Weil einfach nur Vollgas, immer Sprit rein, bringt uns ja nichts. Wir müssen ja anfahren, wir müssen das Ding im Stand laufen lassen können, wir müssen das im Winter und oder bei heißen Temperaturen starten. Und da kommen so ein paar Bauteile ins Spiel, über die wir heute reden, beziehungsweise wo ich noch spezifischer drauf eingehen möchte. Dieser und dieser Vergaser, die werdet ihr vielleicht beide erkennen, haben beide einen sogenannten Heißstartknopf. Über den Choke sprechen wir gleich. Das hier wäre der Choke, das hier ist der Heißstartknopf, genauso wie das hier. Bei dem Modell wird der gedrückt. Und bei dem Modell wird der gezogen. Und der Heißstartknopf macht im Prinzip nichts anderes, wie der Name schon sagt, dir zu helfen, bei heißen Temperaturen das Fahrzeug zu starten. Weil bei heißen Temperaturen, gerade jetzt im Sommer, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber wenn du Richtung Spanien, Italien, eher so in die mediterraneren Gegenden kommst, wo es wirklich sehr, sehr heiß ist, kann das von Vorteil sein. Weil was passiert, wenn die Umgebungsluft wärmer wird? Genau, der Sauerstoffgehalt nimmt ab. Das bedeutet, es kann unter Umständen passieren, dass dein Vergaser bzw. dein Motorrad nicht mehr anspringt, weil er in dem Moment überfettet. Sprich, der Anteil in dem Benzin-Luftgemisch, wo ich am Anfang das euch gezeigt habe, ist der Benzinanteil zu hoch, sodass es kein vernünftig zündfähiges Gemisch ergibt und der Motor einfach nicht mehr anspringt. Mit dem Heißstartknopf gibt man dem Motor mehr Sauerstoff. Im Prinzip funktioniert das so. Hier ist der Schieber ein Stück angehoben worden, sprich mehr Luft. Und hier ist es so, dass ein Luftkanal aufgemacht wird, sodass um den Schieber, wo ich gleich drauf zu sprechen komme, mehr Luft geführt wird. Nur damit wir von Anfang an so ein bisschen die Sachen eingeordnet haben. Choke macht das Gegenteil. Draußen sind die Temperaturen kalt, dementsprechend sehr viel Sauerstoff in der Luft im Verhältnis zu einem normalen Mittelwert. Und da geht der Choke hin, indem man dem zieht oder drückt oder was weiß ich, mit irgendeinem Baudenzug irgendwo rauszieht und macht einen Teil der Luft zu, sodass das Gemisch angefettet wird. Weil, wenn ein Vergaser bzw. ein Fahrzeug sehr kalt ist und ihr wollt das starten, habt ihr in den ersten Sekunden, bevor das Ding dann läuft, folgendes Problem. Im Prinzip passiert das. Es bilden sich Tröpfchen durch Kondensation. Und wo Kondensation bzw. Tröpfchenbildung ist, ist wieder das gleiche Problem. Kein vernünftiges, zündfähiges Gemisch vorhanden. Fahrzeug springt nicht an. Und dadurch, dass wir dann mit dem Choke das Gemisch anfetten
sprich mehr Sprit zur Verfügung ist, das dieses Kondensieren kompensiert, springt das Fahrzeug dann an, sodass der Rest dann irrelevant ist, weil sich das dann dementsprechend thermisch so aufheizt, dass es dann späterhin vernünftig funktioniert. Jeder weiß, was ich meine, der mal zu früh den Choke rausgenommen hat, ist ans Gas gegangen, wieder aus. Jeder Vergaser hat auf eine gewisse Art und Weise, entweder durch eine Drosselklappe, durch einen Schieber, durch einen Rundschieber oder einen Flachschieber, eine Luftsteuerung. Dieser Schieber macht im Prinzip nichts anderes, als die Luft zu steuern, die durch den Vergaser strömen kann. Mehr Luft gleich mehr Sprit gleich beschleuniger Motor. Weil Kraft kommt von Kraftstoff und Luft ist Leistung. Komme ich später darauf zu sprechen. Die gibt es in flacher Variante, die gibt es in runder Variante, wie gesagt als Kunststoff oder eben hier als Drosselklappe. Dieses Funktionsprinzip ist anders. Hier machst du die Drosselklappe auf, dann muss der Unterdruck, der da entsteht, beziehungsweise die strömende Luft, dann erst diesen Kunststoffschieber hochdrücken, gegen die Membran arbeiten. Habe ich leider nicht zur Hand, sonst würde ich es euch zeigen. Und dadurch entsteht auch bei diesen Gleichdruckvergasern die Gedenksekunde. Weil eben Schieber auf, bis dann die Luft da ist und den Schieber nach oben gedrückt hat, vergeht halt ein bisschen Zeit. Und das ist das, was ausbleibt, wenn man Rund- oder Flachschieber fährt. Vor- und oder Nachteile beim Rund- und Flachschieber ist. Mit einem Rundschieber habt ihr durch den längeren Ansaugweg in der Regel mehr Drehmoment. Bei einem Flachschiebervergaser habt ihr in der Regel durch den kürzeren Ansaugweg eher eine höhere Spitzenleistung, aber weniger Drehmoment, was man durch die Verkleinerung von dem Durchmesser des Vergasers kompensieren könnte. Also, um es runterzubrechen, ein 42er Flachschiebervergaser als beispielsweise hat eine höhere Spitzenleistung als ein 40er Flachschiebervergaser. Dafür hat der 40er mehr Drehmoment. Das ist zum Beispiel der Grund, warum die Rallye-Modelle damals 39 mm hatten und die Supermoto-Modelle 41. Weil Rallye braucht mehr Drehmoment wegen Gelände und Supermoto braucht mehr Spitzenleistung wegen Supermoto, Straße und so weiter. Nehmen wir uns mal eben der Einfachheit halber diesen Vergaser. Der hat ein paar Bauteile und diese Bauteile machen verschiedene Sachen, logischerweise. Wir haben einmal den Schieber, wir haben den Heizschaltknopf, darüber sprachen wir vorhin. Dann haben wir einmal den Zulauf für das Benzin. Wir haben eine Luftgemischschraube, beziehungsweise Luftgemischschraube ist diese. Und wir haben eine Standgasschraube. Die Standgas stellt, wie der Name schon sagt, das Standgas ein. Sprich, wie hoch oder niedrig die im Stand läuft. Die Luftgemischschraube arbeitet dem Ganzen zu. Die hat im Prinzip nur ihre Aufgabe genau in dem Bereich und die Bohrung dafür sitzt immer hier im Einlass. Bei quasi jedem Vergaser so, hier sitzt die Luftgemischschraube hier unten drin. Das ist das kleine Löchlein. Und bei einem FCR-Vergaser ist es genau das gleiche hier vorne. Die Luftgemischschraube ist quasi die Schraube, die das Luftgemisch im Standgas oder im allerletzten unteren Bereich von der Nadelposition, beziehungsweise wenn der Schieber annähernd geschlossen ist, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, also unterste Position, dazu beiträgt, dass das ein gewisses Verhältnis vom Luft- und Kraftstoff einhalten kann, obwohl der Schieber unten ist und wenig Luft vorhanden ist. Damit wird auch das CO für die TÜV-Prüfung und so weiter eingestellt. So, dann haben wir hier die Schwimmerkammer. Und in der Schwimmerkammer verstecken sich so ein paar Sachen. Das ist einmal der Schwimmer, wie der Name schon sagt. Deswegen auch Schwimmerkammer, weil der Schwimmer hier drin wohnt. Und der Schwimmer hat die Aufgabe, der Sprit, das hier war nicht der Zulauf, das hier ist der Zulauf. Ich habe mich versehen, verzeiht mir das, aber es kommt auf selbe hinaus. Hier läuft der Sprit rein und dieser Schwimmer, ich denke, dass ihr das da hinten in der Ecke seht, macht dann irgendwann zu. Warum macht er das? Damit dieser Vergaser, diese Schwimmerkammer nicht irgendwann überläuft. Diese Überläufe ist das, was ihr hier außen dran seht. Das hier könnte auch ein Überlauf sein. Das ist deswegen gemacht worden, damit der Sprit nicht unendlich steigt und die eventuell in den Motor läuft, sondern dementsprechend dann hier raus befördert wird. Als Beispiel, sollten die Einlassventile aufstehen oder das Motorrad mal umfallen oder. Damit eben der Motor nicht vollläuft, haben die einen Überlauf und für den Druckausgleich. Logischerweise, wenn hier unten permanent dran gezogen wird, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, entsteht hier drin ja ein Unterdruck. Und um das auszugleichen, damit hier ein gleicher oder annähernd gleicher Druck drin herrscht oder drin bleibt, sind die Überlaufschläuche eben da, damit hier kein Unterdruck gezogen würde. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Ihr könnt ja mal die Tankentlüftung von eurem Moped zumachen. Ihr fahrt so lange, bis der Vergaser dann dementsprechend leer ist und danach läuft nichts mehr nach. Das Spritzenprinzip. Ihr haltet eine Spritze oben zu, bleibt die Flüssigkeit drin, ihr lasst die Spritze los, läuft die aus, genau das gleiche passiert hier. Dann habt ihr eine Nebendüse und eine Hauptdüse
und stellenweise eine Starterdüse. Die Starterdüse ist, wie der Name schon sagt, dazu da, um das Fahrzeug zu starten. Die Nebendüse ist für einen gewissen Lastbereich, wo dann angefettet werden muss. Und die Hauptdüse ist, wie der Name schon sagt, die Hauptdüse, die eben dann mehr oder weniger bei Volllastern zum Tragen kommt, um dann vernünftiges Gemisch bereitzustellen. Ich blende euch hier jetzt mal eben ein Diagramm ein. Das sind so die verschiedenen Laststände oder Lastbereiche, die man haben kann. Man hat Standgas, man hat den Übergang von Standgas zu Teillast, man hat den Übergang zu Volllast und man hat Volllast. Wenn man es genau nehmen will, sind das eigentlich noch mehr Bereiche. Man kann es auf 7, 9 und so weiter. Man kann das wahrscheinlich unendlich weit genau machen, tun wir aber nicht. Das bedeutet, dass die Nebendüse mit der Nadel zusammen und dem Schieber zusammen, sprich Luftmenge, dann in einem gewissen Bereich zusammenarbeiten. Dann kommt dann ein gewisser Übergang, wo dann die Hauptdüse zum Tragen kommt, ein Stück weit Nadel, und irgendwann ist Nadel, Nebendüse und der ganze Kram außen vor, und es ist dann nur noch Hauptdüse, nur noch rein und nur noch Luft und das dann alles zusammen. Okay, dieses Phänomen mit der Nadel oder Nadelposition, die man ja einstellen kann, ist folgende. Die Nadelposition wird immer dann verändert, wenn man nur marginale Effekte haben möchte. Beispielsweise bei Zweitaktern ist das öfter das Problem, dass die relativ wetterfühlig sind. Und bei dieser Wetterfühligkeit, wo ich am Anfang drüber gesprochen habe, warm, kalte Temperaturen, muss dann dementsprechend auch der Bereich vielleicht ein bisschen nachkorrigiert oder angepasst werden. Das ist zwar ein bisschen mühselig, aber wenn man ein bisschen Bock drauf hat, macht das auch eigentlich Spaß. Diese Nadelposition wird über einen Clip auf der Nadel an sich verändert. Und wie ihr seht, hat diese hier zum Beispiel 4 Positionen, es gibt 5 und so weiter, je nachdem welchen Vergaser man dann hat. Was ihr euch aber im Prinzip merken müsst ist, wenn ihr mit der Nadelposition in die eine oder in die andere Richtung zu Ende seid, sprich ihr seid ganz unten, sprich fetter, weil die Nadel weiter rauskommt, also den Clip nach unten setzen, die Nadel somit weiter hochsetzen, ihr seid dann am Ende hier und ihr könnt die Nadelposition nicht mehr verändern, müsst ihr danach die nächstgrößere Nebendüse nehmen. Beispiel, ihr seid bei 42. Das ist das, was ihr wissen müsst. Und ihr seid hier unten angekommen. Und ihr könnt nicht weiter den Teillastbereich anfetten. Dann nehmt die nächstgrößere Nebendüse, setzt den Clip dann wieder dementsprechend weiter oben ein und habt dann wieder einen Ausgangspunkt, wo ihr ansetzen könnt, um dann den Teillastbereich anzufetten. Andersrum genau das Gleiche. Ihr seid ganz oben. Ihr könnt nicht weiter hoch, also die Nebendüse eine Nummer kleiner. Wenn Nadel zu Ende ist, danach Nebendüse und wieder von vorne anfangen. Damit tastet ihr euch am vernünftigsten daran. Genaues Abstimmen kann ich in so einer Art Video natürlich nicht drauf eingehen. Das ist ein anderes, das ist wesentlich aufwendiger, als das mal eben runterzubrechen für euch alle. Da gehen wir dann speziell, wenn es soweit ist, nochmal genau drauf ein. Aber jetzt erstmal, um so ein grundsätzliches Verständnis für das Ding zu bekommen, weil das ja leider so ein bisschen abhanden geht, tut es das hier, glaube ich, meiner Meinung nach sehr gut. Um nochmal anzusetzen, ich glaube, über die Hauptdüse brauchen wir nicht reden. Kann sich jeder was drunter vorstellen. Eben um bei Vollgas, sprich absolut alles an Luft, was der Motor dann eben ziehen kann, dementsprechend Kraftstoff zu fördern, damit der nicht abmagert, der Motor, oder nicht maßlos überfettet oder nicht zu heiß und oder zu kalt verbrennt, ist dann dementsprechend eben die Hauptdüse da, und dann sind wir im Prinzip auch schon durch mit den wichtigsten Bauteilen. Dann haben wir noch sowas wie Hauptluftdüse, Hauptleerlaufluftdüse, kümmern wir uns nicht drum, sind in der Regel immer alle gleich bei den Cayenne-Modellen, braucht eigentlich auch nicht verändert werden, es sei denn, da sind was weiß ich was für spezielle Geschichten drin, kümmern wir uns nicht drum. Warum erzähle ich euch das? Ich habe das ja vorhin schon angeschnitten, ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen die Haptik, die Herangehensweise bei Vergasern so ein bisschen abhanden gekommen ist. Dadurch, dass seit 2007, 2006, irgendwo so da, dann die Einspritzer gerade bei den KTM, Husqvarna und Gasgas-Modellen dann kam, geht dieses Können, dieses sich da reindenken können, was der Vergaser dann gerade für ein Problem hat, so ein bisschen abhanden. Und mit dem Video möchte ich das so ein bisschen kompensieren. Denn was wir verstehen müssen ist, das ist mir ganz, ganz wichtig, all diese Vergaser sind im Zweifelsfall 20, 22 und noch Jahre älter. Diese ganzen Bauteile, wie zum Beispiel die Luftgemischschraube, die im Falle von Cayenne haben einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie frustriert du bist. Weil ist zum Beispiel dieser O-Ring von der Luftgemischschraube porös, was nach 5, 6, 7, 8 Jahren dann mal der Fall sein kann mit irgendwelchen Warm-Kalt-Veränderung, Kondensation. Im Prinzip alles, was so ein Gummi spröde machen kann, findet dementsprechend Verschleiß und oder Alterungsprozesse statt. Und ist die Luftgemischschraube wesentlich zu falsch eingestellt, kann ich dir garantieren, dass es dich frustrierend wird, weil das Fahrzeug nicht anspringt. Und
ab da an kann dann quasi erst geguckt werden, wie es dem Rest eigentlich geht. Weil springt das Fahrzeug zum Beispiel wegen einem porösen O-Ring, der nicht mal 5 Cent kostet in der Herstellung, nicht an, bringt der Rest gar nichts. Und deswegen ist mir das ein Bedürfnis, da nochmal so detailliert drauf einzugehen. Was ich sagen möchte ist, es ist grundsätzlich eine gute Idee, nach, keine Ahnung, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Zweifelsfall 20 Jahren dem Vergaser mal eine Revision zu schenken. Und das kannst du entweder machen lassen bei verschiedenen Firmen oder du machst es selbst, weil du bei verschiedenen Firmen diese Reparaturkits, die zum Beispiel so aussehen, kaufen und oder beziehen kannst. Und dadurch kannst du dir eine Menge Frustration langfristig gesehen sparen. Weil es geht ja schon damit los, dass wenn das Fahrzeug nicht anspringt oder nicht läuft oder kein Gas annimmt wegen Falschluft, wo ich gleich drauf zu sprechen komme, dann funktioniert der Rest nicht. Und deswegen gehe ich so detailliert drauf ein. So, lass uns doch mal ganz kurz eben so ein paar Standardprobleme durchgehen, damit ihr in Zukunft da einen Dreh für bekommt, damit ihr anfangen könnt, nach Fehlern zu suchen und euch gegebenenfalls selbst zu helfen, beispielsweise wenn ihr irgendwo steht und sonst keiner zugegen ist, was so gängige Fehler und Probleme sind. Ich habe ja einen schon gesagt, ein sehr oft, sehr großes, mittlerweile großes Problem, was oft der Fall ist, eben aufgrund des Alters, ist O-Ring der Luftgemischschraube. Aber jetzt geht es prinzipiell nur noch irgendwie um Gummi. O-Ring der Luftgemischschraube, gerne alle, keine Ahnung, x Jahre einfach mal erneuern. Habt ihr schon ein Riesenproblem oder eine Riesenbaustelle schon mal erledigt? Grundeinstellung von den Vergasern ist Kai hin, 1,5 Umdrehung raus. Bei Umdrehung raus spricht man immer davon, ganz reinschrauben, also bis annähernd Anschlag, bisschen Widerstand spürt und dann dementsprechend 1,5 Umdrehung rausdrehen. Bei den BST-Vergasern sind es 2,5 Umdrehung raus. Und dann seid ihr damit im Grunde schon immer so eingestellt, dass sie mindestens anspringt. Und danach könnt ihr dann korrigieren. Korrigieren funktioniert folgendermaßen. Darüber habe ich schon mal einen Short gemacht. Jeder unserer Vergaser für die verschiedenen Vergasermodelle hat eine sogenannte Luftgemischschraube. Und diese Luftgemischschraube muss eingestellt werden, damit das Moped vernünftig anspringt. Und ich sage dir heute kurz, wie das richtig funktioniert. Folgendermaßen. Man nehme sich den passenden Schraubendreher für seine Luftgemischschraube. Und dann macht man Folgendes. Du drehst die Luftgemischschraube bei betriebswarmem Motor rein. Und zwar machst du das so lange, bis sich die Drehzahl ändert. Dann schraubst du die Luftgemischschraube raus. Die Umdrehung zählst du dazwischen, aber du drehst so lange, bis sich die Drehzahl wieder ändert. Lass uns sagen bei 3. Also schraubst du dann 1,5 zurück. Luftgemisch eingestellt. Hat natürlich nichts mit TÜV zu tun. Das sorgt dafür, dass die Kisten A vernünftig laufen und vernünftig anspringen. Sodass die bei warmen und kalten und generell bei so ziemlich allen Temperaturen und Voraussetzungen und Luftfeuchtigkeit und sowieso und überhaupt vernünftig anspringen. Das ist das, was ich euch dahingehend schon mal mitgeben kann. Das nächste Hauptproblem nach all den Jahren sind diese Vergasermanschetten vorne und hinten. Habe ich gerade nicht da, glaube ich. Die sehen entweder aus wie so eine Stufe, wie so ein langgezogenes L oder wie eine Ziehharmonika oder ist es einfach nur ein Schlauch, je nachdem was du da hast oder um was für ein Fahrzeug es sich gerade handelt, sehen die anders aus. Die werden mit der Zeit, gerade hier wo die Schellen sitzen, ich glaube hier lässt sich das besser zeigen, mit der Zeit porös. Und das Ganze nennt sich dann Falschluft. Falschluft bedeutet, dass der Luftanteil zu dem, was ihr eigentlich abgestimmt und eingestellt habt über Nebendüse und oder Luftgemisch und oder Standgas, dann falsch ist. Ihr habt in dem Moment dann viel zu viel Luft, im Zweifelsfall, zu der Einstellung, sodass ihr um einen Fehler drumherum abstimmt und drumherum einstellt, den ihr aber dadurch nur marginal, wenn überhaupt, in den Griff bekommt. Das bedeutet, wenn du siehst, dass deine Manschetten sowohl vorne als auch hinten porös sind, was nach 20 Jahren mal sein kann oder x-mal ein ausgebaut für irgendwelche Servicearbeiten, dann gehen die mit der Zeit kaputt. Und wenn hier vorne mehr Luft zur Verfügung ist, als Sprit durchkommen kann, wegen dem geschlossenen Schieber, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will, kann das Fahrzeug gar nicht bis nur noch sehr schlecht anspringen, weil eben das, was ich am Anfang erklärt habe, dieses Luft-Benzin-Gemisch und Verhältnis nicht mehr passt. Also Startschwierigkeiten. Das gleiche gilt für hinten. Wenn hier hinten logischerweise viel mehr Luft reinkommt, als zur Abstimmung oder zur Einstellung passt oder gehört, kann das Fahrzeug nicht richtig laufen, weil dieses Verhältnis eben nicht mehr stimmt. Und wie du rausbekommst, wie das perfekte Verhältnis ist, ist entweder Referenzwerte von anderen Leuten aus irgendwelchen Foren oder von mir durch Erfahren. Das geht, wenn man weiß, was man da tut. Am besten ist aber tatsächlich eine Lambda-Sonde, wo man dann anhand des AFRs oder Lambda-Werts, je nachdem, wie man es dann sehen will, das Fahrzeug dann perfekt abstimmt. Das ist aber nicht grundsätzlich jedem und allen Leuten vorbehalten.
oder ist nicht für jeden oder alle Menschen möglich. Demnach ist die Grundabstimmung von den KTM-Modellen immer relativ okay. Bei der Hauptdüse könnt ihr dann stellenweise ein bisschen magerer und kleiner werden. Ich sag mal so um Position 1. Wenn ursprünglich eine 175er Düse reingehört, seid ihr mit einer 172er oder 170er Düse noch nicht so viel zu mager, dass es da Probleme gäbe. Die sind damals eher auf der fetteren Seite. Und dementsprechend ist da dann auch leistungsmäßig noch ein bisschen Luft drin, wo ich gleich drauf zu sprechen komme. Lass uns mal über ein Kapitel sprechen, wo relativ selten drüber gesprochen wird oder gesprochen wurde. Und zwar ist das das Thema Reinigung des Vergasers. Ich kenne viele Leute, die hingehen, die Vergaser zerlegen in alle ihre Einzelteile, die Dinger in Bremsflüssigkeit oder Nitroverdünnung oder sonst wo drin baden, was eine dumme Idee ist, und dann mit Druckluft das Ganze durchpusten und dann der Meinung sind, dass das dann sauber ist. Und ich kann euch den Zahn direkt von vornherein ziehen. Hier sind so viele kleine Löcher, kleine Winkel, kleine Bohrungen, Querbohrungen und sonst irgendwas drin, dass ihr gar nicht die Möglichkeit habt, ohne vernünftig das ganze Ultraschall zu reinigen, permanent vernünftig und sehr gut ans Laufen zu bekommen. Ich empfehle jedem, der ein Vergaser-Moped fährt, aus Überzeugung, weil er das gerne fahren möchte, sich so ein iPoi, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, ist ein Affiliate-Link, wenn ihr das kauft, kriege ich ein paar Cent ab, scheiß was drauf, euch sowas zu kaufen und wenn ihr den Vergaser reinigen mögt, das mit Ultraschall zu tun. Und am besten mit ein bisschen Temperatur, mit dem richtigen Reinigungsmittel, was ich euch auch eben einmal unten verlinken möchte, damit ihr einfach sicher gehen könnt, dass das kein Fehler ist. Weil sollte eine kleine Luftbohrung, die für einen Ausgleich von irgendwas verantwortlich ist, zusitzen, kriegt ihr das Fahrzeug, wenn ihr es überhaupt ans Laufen bekommt, nicht richtig abgestimmt. Ihr werdet immer laufend irgendwelche Probleme haben und dann mit Luftgemisch und Standgas und viel Vollgas und viel, viel Ärger versuchen, um einen, wie schon besagten, Fehler drumherum abzustimmen, was eine schlechte Idee ist und garantiert für Frustrationen sorgen wird. Ich kann euch aus allererster Hand sagen und mit absoluter Überzeugung, ich habe seit sieben Jahren, fast acht Jahre, meinen Vergaser von meiner roten Duke nie wieder angefasst. Ich habe lediglich unten die Bohrung aufgeschraubt und habe die Hauptdüsen getauscht, weil der Teillastbereich immer perfekt war. Einmal richtig machen, hast du für Jahre Ruhe und man braucht sich dann mit diesem ganzen Ärger und Gedöns und heiß und kalt eigentlich keine Gedanken mehr machen. Und deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen. Aber ist es so, dass du auf Vollgas irgendwann dann brrr, geht dir auf einmal der Sprit aus? Ist es womöglich der Schwimmerstand? Und wenn du im Stand irgendwo rumstehst und der Sprit läuft permanent über, möglicherweise auch Schwimmerstand oder aber ein verschlissenes Schwimmernadelventil. Oder der Benzinhahn ist zu. Verschlissenes Schwimmernadelventil bedeutet, dass permanent Sprit nachläuft, obwohl der Schwimmer in richtiger Position schließen würde, was aber nicht mehr stattfinden kann, weil das Schwimmernadelventil kaputt ist, verschlissen ist, sich festgesetzt hat, hängt oder sowas. Deswegen gibt es ja auch Leute, die dann anfangen, auf der Schwimmerkammer rumzukloppen, um eben genau dieses Phänomen, dass wenn er sich mal verklemmt hat, zu lösen. Im Zweifelsfall gilt da aber auch wieder revidieren, neu machen, überholen, Ruhe haben. Zwei Phänomene, die dir beim Abstimmen helfen können. Mal so aus dem Bauch rausgeschossen. Das ist zumindest das, was in meinem Kopf Sinn macht, was ich immer wieder erlebe. Du bist jetzt gerade dabei und hast das Problem gelöst. Du hast den Fehler gefunden. Deine Dichtringe sind nicht mehr porös. Dein Fahrzeug springt an und du willst jetzt anfangen, das so ein bisschen auf deine Auspuffanlage oder an deinen Luftfilter oder sonst irgendwas anzupassen, weil du ein bisschen mehr Leistung haben möchtest. Dann kannst du davon ausgehen, dass je magerer du wirst, umso mehr Leistung wirst du aus dem Ding rausholen, weil die Sauerstoffanteile eben dementsprechend höher ist. Mehr Sauerstoff, höherer Wirkungsgrad, mehr Leistung. So, ganz einfaches Ding. Das Problem ist aber, dass du irgendwann an einen Punkt kommen wirst, wo es thermisch keinen Sinn mehr macht und die Kiste einfach nur zu heiß wird. Wo wir beim Thema wären, solltest du zu mager abstimmen, wird die Kiste zu heiß und eben andersrum. Folgendes Phänomen. Du fährst mit deinem Moped los. Und du hast erst sehr viel Leistung. Das heißt, das Ding geht richtig gut und danach kommt nichts mehr. Dann kannst du davon ausgehen, dass das Ding wesentlich zu mager läuft. Sprich, Hauptdüse größer. Andersrum, du hast erst gar keine Leistung. Das Ding kommt nicht richtig aus dem Quark und danach geht das aber ab wie die Feuerwehr. Kannst du davon ausgehen, dass das Ding zu fett läuft. Sprich, Hauptdüse magerer. Das sind so zumindest
die groben Sachen, womit man mit einsteigen kann. Wie gesagt, willst du es sehr genau machen, kommst du um eine Lambda-Sonde nicht drum rum. Und wundere dich nicht über die Optik. Ich habe auf mein Telefon gewechselt, weil die Kamera, die jetzt da steht, meint, ständig überhitzen zu müssen. Und da ich aktuell noch nicht die Kohle zusammen habe, um mir was Besseres zu kaufen, machen wir halt so weiter. Folgendes Szenario: Du bist gerade am Vergaser machen und fragst dich, was macht eigentlich die Beschleunigerpumpe? Wo wir beim Thema Abmagern sind oder generell abstimmen. Die Beschleunigerpumpe übernimmt die Aufgabe der Kompensation. Und zwar soll die dafür sorgen, dass wenn du den Schieber einfach aufreißt, dann über ein Gestänge, was ihr hier sehen könnt, auf eine Membran zu drücken, die hier drin sitzt, die federbelastet ist, um wieder in Ursprungsposition zu kommen, durch Einspritzen von Benzin diese zu viel Luft zu kompensieren, um damit dann dementsprechend eben ein vernünftigeres oder reicheres kraftstoffangereichertes Luft-Kraftstoff-Gemisch bereitzustellen. Also wenn du eine Beschleunigerpumpe hast, dann macht sie genau das. Sprit einspritzt, um die Mehrluft wegzukompensieren. Und jetzt merke ich gerade, dass das Mikrofon natürlich nicht an der Kamera dran ist, aber wir kriegen das trotzdem hin. Also, wir haben jetzt gelernt, was der Vergaser macht, was die verschiedenen Bauteile machen, wie du an die Sache rangehen kannst, wenn du irgendwelche Probleme hast, wie du meiner Meinung nach noch reinigen solltest, wie und was funktioniert, wo du ansetzen kannst. Ich kann dir natürlich nicht dein Moped fertig quatschen, aber ich kann dir helfen, dass du ein Verständnis dafür bekommst, was das eigentlich alles ist und macht. Wir haben nur eine Sache noch nicht besprochen und das ist der TPS-Sensor. Der TPS-Sensor ist eine Abkürzung oder TPS steht für Throttle Position Sensor oder Sensor. Und der macht nichts anderes als zu sagen, ja, wir haben jetzt Gasstellung so, wir haben so, wir haben so, wir haben so. Und demnach wird dann je nach Modell, je nachdem wie es ist, je nachdem wie es gehandhabt wird, die Zündung verstellt. Weil wenn keine Last anliegt, braucht auch nicht so viel Vorzündung gefahren werden. Dementsprechend wird das dann nachgestellt. In der Regel ist es so, könnt ihr das dran lassen oder nicht. Es hat wenig bis keinen Einfluss auf das, was wir hier mit diesen ganzen Sachen vorhaben und oder tun. Okay, kommen wir ganz kurz zum Schluss nochmal zu unserem Lieblingsthema und zwar ist das Thema Tuning. Wenn man jetzt ein bisschen zugehört hat, kann man sich die meisten Sachen herleiten. Wenn du mehr Luft in das Ding reindrückst und das nicht im richtigen Verhältnis ist, sprich die Spritmenge nicht dazu passt, wird das keine Mehrleistung bringen, sondern eher Leistung fressen. Das bedeutet, solltest du dich an der Luft zu schaffen machen, sprich irgendwelche Deckel irgendwo aufsägen, irgendwo dafür sorgen, dass mehr Luft dazu kommt und oder weniger Luft, muss das dementsprechend immer angepasst werden. Das gleiche gilt, und da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, zu dem nächsten Sprung, wo wir dann mal drauf eingehen werden, ist die Auspuffanlage bzw. Zylinderkopf in Verbindung mit der Auspuffanlage. Die Auspuffanlage hat maßgeblich Einfluss darauf, wie viel Sprit sich der Motor denn zieht. Was ich sagen will ist, solltest du zum Beispiel von der Standardauspuffanlage auf Acra gewechselt haben, bist du in der Regel danach ein wenig zu mager unterwegs, was im Zweifelsfall aber nichts ausmacht oder weniger ausmacht, als man annimmt. Wie erkläre ich das jetzt? Dadurch, dass die Fahrzeuge ja ab Werk eher auf der zu fetteren Seite sind oder eher zu fett laufen als zu mager, bei den Vergasermodellen wohlgemerkt, bist du in der Regel mit einer Acra-Anlage dann so ziemlich genau richtig. Das klingt jetzt erstmal doof, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das heißt, im Zweifelsfall kannst du es über die Öltemperatur dann sehen, ob die danach dann wesentlich heißer wird als vorher. Wenn dem nicht so der Fall ist, kannst du in der Regel davon ausgehen, dass es so Pi mal Fenster reicht. Wie gesagt, im Zweifelsfall Lambda-Sonde. Tuning allgemein bei Vergasern ist eben aufgrund von dieser Tatsache nicht ganz so einfach. Aber Faustregel ist, wenn mehr Luft, dann mehr Sprit. Oder andersrum. Wenn du diesen Gleichdruckvergaser gegen einen Flachschiebervergaser austauschst, kannst du davon ausgehen, dass du aus dem Stand mal eben so 2 PS mehr hast, eben aufgrund von diesen Sachen, die ich gerade gesagt habe, oder eben wegen der Größe des Durchmessers an sich. Hat das maßgeblich dann Einfluss auf das Drehmoment? Nope, das geht auch hoch, eben wegen der Gesamtlänge von dem Vergaser. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, längerer Vergaser bzw. dickerer Schieber, längerer Ansaugweg gleich wieder mehr Drehmoment und das gleiche gilt dann eben auch andersrum. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Ich hoffe, dass du mir ein bisschen folgen konntest. Ich hoffe, dass du den Grundgedanken von diesem Video verstehst. Dass wenn du irgendwo einen Fehler im System hast, dass du im Zweifelsfall nicht drum herum kommst, dir das mal genau anzusehen, genau zu reinigen, genau danach dann nach der Lokalisierung von dem Problem zu suchen
um dann vernünftig eben an die Sache rangehen zu können. Was mir gerade einfällt, ich habe mich vorhin noch um Benjamin gekümmert, der hatte einen ganz interessanten Fehler, bei dem ist von der Mutter, von dem Bikuni BST Gleichdruckvergaser, dieser 90-Grad-Winkel abgebrochen. In dem Moment ist das irgendwie immer permanent auf Zug, logischerweise. Dadurch hat das Ding immer irgendwie permanent ein bisschen zu viel Sprit gekriegt und oder dann eben Falschluft in den falschen Momenten. Demnach war das zum Beispiel schon ein Fehler, weswegen hier Leute stellenweise nur für 5 Sekunden hergekommen sind, weil ich nur diesen 90-Grad-Winkel wieder in diese Gummitülle gesteckt habe. Das Moped lief danach, als wäre nie irgendwas gewesen. Um vielleicht da auch noch so ein kleines Beispiel aus der praktischen Welt hier euch näher zu bringen. Vergaser abstimmen auf den Prüfstand kommt dann, wenn ich mit meiner 660 soweit bin. Vorher beschäftigen wir uns dann nochmal mit der GET, ECU, wie man die eigentlich abstimmt auf dem Prüfstand. Beziehungsweise ich werde mich damit beschäftigen, ich habe das auch noch nicht gemacht. Da seid ihr dann herzlich willkommen, euch das auch noch eben einmal mit anzugucken. Und ich hoffe, das wird so für ein allgemeines Video, was so ein bisschen nur die Funktionsweise und das, was ist, eben so ein bisschen näher bringen soll, jetzt hier so ein schönes, rundes Ding haben. Sollte ich irgendwas übersehen haben oder irgendwas vergessen haben oder irgendwas, was noch interessant sein könnte, dann lass mich das bitte in den Kommentaren wissen, weil dann kann ich nochmal speziell darauf eingehen, beziehungsweise in den Kommentaren dann auf Fragen antworten. Im Zweifelsfall ist so ein Video aus dem Kopf raus vielleicht dann auch ein wenig zu schnell für den einen oder anderen. Gerade wenn kein oder wenig Vorwissen dazu da ist. In diesem Sinne, schönen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich würde dir dieses Video noch empfehlen, das kannst du dir angucken, das würde mich unterstützen. Und im Zweifelsfall findest du alles andere, was in irgendeiner Art und Weise interessant ist oder vorhin besprochen wurde in der Videobeschreibung. Und ich danke dir, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche Montag. Tschüss.